Könnte sein. Ah, sieht aus wie eine Anwältin. Bewegt sich wie eine Anwältin. Ist pünktlich wie eine Anwältin. Das ist die Anwältin. Dann los? Nein. Warte mal. Lass sie erst in Ruhe ankommen. Wir haben ja Zeit. Taxi! Hallo? Hallo? Willkommen! Willkommen! Endlich sind Sie wieder da. Wie schön. Ihr habt mich erschreckt. Jetzt weißt du auch, warum ich dich heute Morgen nicht geweckt habe. Hm? Miss Charles, willkommen. Da vorne. Miss Betty Gardner, sie ist neu bei uns. Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte sie auch vergessen. Wie viel Zeit fehlt Ihnen denn? Gib mir dein Tasche. Danke. Wohl. Cheers. Cheers. Prost. Und wie geht's dir? Du isst mir zwar immer noch meine Essensportion weg, aber immerhin sitzt du nicht mehr an meinem Klinikbett. Also keine Rücksicht und kein Mitleid mehr. Okay. Aber ist es klug, so kurz nach dem Unfall gleich wieder Vollgas zu geben? Es ist 5 Monate her. Von denen du über 2 geschlafen hast. Ich meine ja nur. Du musst dich erholen, das Ganze verarbeiten. Koma und Amnesie heißt, ich habe unendlich lange geschlafen und erinnere mich an nichts. Da gibt es also nichts zu verarbeiten. Mr. Schmidt. Ich meine es nur gut, das weißt du. Mr. Schmidt? Ja. Mr. Parker wird gleich. Seine Frau, also Ex-Frau, vermeidet ein Zusammentreffen? Ja, aber sie ist als deine Klientin sehr zufrieden mit uns. Es gibt eine Einigung in der Scheidungssache? Ja. Er zahlt? Deutlich weniger, als du verlangt hast, aber mittlerweile ist seine Firma ja auch komplett pleite. Hm. Siehst du die Schuhe? Was? Die Schuhe, Lydia. Schön, dass Sie Zeit hatten. Möchten Sie was trinken? Ja. Ja? Schmitz, ich wusste nicht, dass wir uns heute treffen. Glauben Sie mir, das ist etwas, was ich sehr gern vermieden hätte. Die Parteien sind sich einig. Mr. und Mrs. Schmitz haben eine... Keine Vereinbarung. Alicia? Ihre Frau ist meine Mandantin. Und als ihre Anwältin habe ich 5 Millionen des gemeinsamen Vermögens gefordert. Alicia, ich danke dir. Ach ja, dann sagen Sie mir, wo ich so viel Geld herbekommen soll. Keine Ahnung. Aber wenn Sie darauf bestehen, helfe ich gerne beim Suchen. Versprochen. Mr. Schmitz. Das war's. Ende. Finito. Vielen Dank. Wir sehen uns vor Gericht. Von mir wird sie übrigens gar nichts bekommen. Und schöne Grüße an meine Ex-Frau. Du hast auf jeden Fall Stand verloren. Machiavelli, aktuelle Saison, handgenäht. Beantwortet das deine Frage? Ja, allerdings. Du hast den Verstand verloren. Seine Schuhe. Italienisch. $3,200. Was, ein Paar? Pro Schuh, Richard. Pro Schuh. Schmitz ist pleite. Aber er leistet sich Designerschuhe der Premium-Klasse. Der verarscht uns. Der hat sein Geld irgendwo versteckt und du fällst drauf rein. Du hast den Deal platzen lassen. Das kostet unsere Mandantin ein Vermögen. Und uns kostet es ein Vermögen, ein Honorar. Er wird anrufen. Er wird zahlen. Er hat die Botschaft verstanden. Vertrau mir. Was ist das für eine scheiß Botschaft? Ihr Gourmet da kleckert. Reichlich. Ja, das ist aber nicht seine Schuld, das ist Diätanziehung. Kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. William Hillinger. Will. Und Sie sind Alicia Charles, richtig? Ich brauche eine Anwältin. Ich brauche meine Mittagspause. Sehen Sie, und genau die ist meine Chance.
In Ihrer noblen Kanzlei würde ich wahrscheinlich noch nicht mal am Anfang vorbeikommen. Ja, genau dahin muss ich jetzt zurück. Das sollten Sie sich allerdings gut überlegen, weil wenn Sie jetzt aufstehen, müssen Sie an diesem kleinen Kleckerklotz vorbei. Stellen Sie sich mal vor, was mit Ihrem schönen Kostüm passiert. Das ist Nötigung. Sie drohen mir? Mit Ketchup und Mayonnaise. Hören Sie, geben Sie mir 5 Minuten Ihrer Zeit, bitte. 5 Minuten. Und wenn Sie unseren Fall dann nicht annehmen wollen, dann bin ich auch weg. Ich verspreche es Ihnen. Gut, Sie haben 1 Minute. Okay, Sie mögen sportlich. Linus ist weise und ich bin sein Pate. Und plötzlich kommt seine Tante aus Frankreich angerauscht und will das Sorgerecht. Das Jugendamt will eine Anhörung und danach entscheiden. Die wollen Will und mich trennen. Dabei sind wir ein Dreamteam. Ja, und das Dreamteam braucht eine gute Anwältin. So, das war jetzt wirklich unter einer Minute. Habe ich mir einen Kaffee verdient? Ja, dafür bin ich leider nicht die Richtige. Das ist nicht mein Fachgebiet. Sie sind die einzig Richtige, Miss Charles. Nein, tut mir leid, das bin ich nicht. Ich muss jetzt auch zurück. Es ist mein erster Tag. Ich habe eine Menge Arbeit. Hatten Sie Urlaub? Nein. Fortbildung? Nein. Oder hatten Sie einen Unfall? Ein Verkehrsunfall, Mr. Hellinger. Kein Spaß, sondern 2 Tote. Will, sie geht einfach. Elisha, Miss Charles, es tut mir leid, war nicht so gemeint. Mr. Hellinger, Sie können sich meine Dienste sowieso nicht leisten. Ja, das stimmt, ich habe hier 1 Cent. Ja, also, schönen Tag noch. Sie können es sich nicht leisten, den Fall abzulehnen. Es geht um das Schicksal dieses Jungen. Das ist nicht meine Aufgabe. Der Unfall, Ihr Unfall. Mel und Maren Sean. Elisha, Sie haben den Jungen zum Waisen gemacht. Sie uns erreichen möchten. Denken Sie noch mal in Ruhe drüber nach, ja? Wo ist die Akte von meinem Unfall? Die Prozessakte. Es ist alles erledigt. Die Versicherung hat gezahlt. Du hast keine Vorstrafe. Der Prozess ist abgeschlossen. Wir haben alles getan. Wo ist die Akte denn dann? Ich will sie sehen. Wieso sind die Papiere nicht im Archiv? Richard will dich doch nur schützen. Damit du nach vorne blicken kannst. Gib mir die Unterlagen. Sei doch froh, dass du alles vergessen hast. Besser kann es gar nicht sein. Verkehrsunfall mit Todesfolge. Kreuzung Duchess in Delaford Street. Geschädigte Maren und Mel Sean tot. Linus Sean. Maren und Mel Sean. Es ist vorbei, Elisha. Lass es ruhen. Du musst recherchieren. Ich will alles über William Hellinger wissen. Wer er ist, wer er kommt und wohin er geht. Alles. Und Papa uns vom Himmel aus sehen? Klar können sie das. Wo sind sie denn? Such dir einfach einen Stern aus.
Und immer wenn du an Mama und Papa denkst, dann sind sie da. Das klingt komisch, aber es funktioniert. Dann nehme ich den Mond. Der ist groß. Den finde ich immer. Sehr schlau. Das ist ein guter Zufall, dass wir Freunde sind, Will. Es ist kein Zufall. Deine Mama hat mich ausgesucht für dich. Dann darf uns auch niemand trennen, stimmt's? Ja. Du musst dieses Mandat ablehnen. Kann ich das wirklich? Und ob? Diesem abgerissenen Kerl geht es nur ums Geld. Die Chance war ein Vermögen, dann die Versicherungssumme. Das Kind ist für den Mann Gold wert. Kann er sich doch jeden Anwalt nehmen? Nein, er braucht einen Spitzenanwalt, um überhaupt an das Geld ranzukommen. Über das Sorgerecht. Ganz einfach. Niemand würde das umsonst machen, nur du. Simpler und genialer Schachzug. Muss man den Hut vorziehen. Spürst du das nicht? Der Typ nutzt aus, dass es dir nach dem Unfall schlecht geht. Dabei ist deine fehlende Erinnerung doch eigentlich ein Geschenk des Himmels, Alice. Findest du? Nimm dein Leben dort wieder auf, wo es unterbrochen wurde. Du hast recht. Ich sag ab. Wappinger Falls, Hudson Valley. Jetzt aber raus mit euch. Tschüss, Officer. Hey, hallo! Fingerabdrücke. Mich haben die Cops ja nicht gefesselt. Ich durfte im Wagen sogar die Sirene drücken. Soll ich jetzt fragen, oder? Sind im Schwimmbad über den Zaun geklettert. Sie fahren Taxi und kein Auto? Ja. Ah, wegen des Unfalls, klar. Haben Sie Angst hinter dem Steuer? Ich habe versucht, Sie anzurufen. Wieso steht hier keine Nummer drauf? Weil ich kein Handy habe. Kommen Sie doch mit rein, hm? Kommen Sie! Warten Sie hier. Ja. Na? Nee, mit Zeiten funktioniert das nicht. Du musst scheuern. Ich denke, hier. So, pass auf. Jetzt nimmst du die Bürste. Jetzt kräftig schrubben. Los. Wasser. Schrubben. Woher weißt du so? Ja, das interessiert mich auch. Woher wissen Sie das? Ja, ich zieh mich mal schnell um und Sie können sich ja in seinem Elternhaus anschauen. Das sind Mama und Papa. Jetzt ist Will bei mir. Will sagt, wir kriegen das raus, wie das geht. Wie was geht? Dass Will Familie ist für mich. Ist nicht einfach, sagt Will. Hilfst du mir? Ja, gerne. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, hilfst du uns?
dass ich bei ihm bleiben kann. Hilfst du mir? Natürlich helfe ich dir. Hier, das ist das Einzige, was wir haben. Das Hochzeitsvideo. Ich lasse Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zukommen. Ja. Yes! Du Zauberin, du hattest recht. Schmitz zahlt seiner Klientin ein Vermögen. 5 Millionen, wie du gefordert hast. Gut gemacht, Herr Lescher. Ich werde das Mandat übernehmen. Was? Leiners Schorn. Das Adoptions- und Sorgerechtsverfahren. Du machst wohl Witze. Herr Lescher, ich will meine Partnerin zurück. Ich will es ist dich nur zurück. Eine Anhörung, auf die ich Will Hillinger vorbereite. Eine rechtliche Beratung, mehr ist es nicht. Und mehr nicht. Das glaubst du wohl selbst nicht. Bitte. Okay. Hallo. Hallo. Und Will wird der Pater werden. Mel und ich wünschen uns das. Ihr habt mich gar nicht gefragt. Wow. Videobeweis. Glückwunsch. Danke. Wird bestimmt ein Scherz. Das Jugendamt kann sich über alle Willenserklärungen hinwegsetzen, das weißt du. Es geht ausschließlich um die Frage, wer ist gut für das Kind. Und? Der Rumtreiber jedenfalls nicht. Ich höre. Will Hillinger. War mal hier, mal da, hat mal studiert. Hat wirklich jeden Job schon mal gemacht, so wie es aussieht. Ist wohl aktuell Musiker oder so. Arbeitet dienstags im Falcon. Ausbildung? Außer Raketenforscher war so ziemlich alles dabei. Kein Abschluss, nichts zu Ende gebracht. Also nennen wir das bei der Anhörung besser experimentierfreudig. Der Typ hat nicht mal eine Adresse. Doch. Er lebt im Haus seines Patenkindes. Ja, eben. Der Mann hat nichts zu verlieren, aber jede Menge zu gewinnen. Also ich hab's dem Kind versprochen. Versteht das Kind, was das für dich bedeutet? Der Kleine weiß doch gar nicht, wer ich bin. Ich muss es machen, ich kann nicht anders. Ich schulde es ihm. Hi, Dan. Hi, Will. Na? Sag mal, wieso sitzt du eigentlich im Bus dich neben deiner Flamme Joanna, hm? Sie ist 2 Klassen über mir und Flamme sagt doch keiner. Aber beobachten allein bringt dich auch nicht weiter. Du magst sie doch, oder nicht? Und du magst die Anwältin. Sag wer? Du hast sie beobachtet. Im Wohnzimmer. Habe ich gesehen. Die Dame ist auch 2 Klassen über mir, schätze ich. War das Ironie? Ja. Kinder verstehen Ironie nicht. Stand in dem Buch, das du lesen wolltest. Hast du Hunger, Schlaumeier? Ja. Dann komm, ich muss nämlich nachher noch ins Falcon. Ich habe das Gefühl, sie verstehen mich nicht. Doch, sie wollen mich auf tauglich trimmen. Das soll so eine neue Ausgabe von Ken werden. Wer? Hey, dieser Ken von Barbie. Wahrscheinlich alles so Leute, die bei Ihnen in der Kanzlei rumtanzen. Hab ich schon verstanden? Nein, ich glaube nicht, dass Sie mich schon verstanden haben. Wollen wir vor dem Jugendamt behaupten, Sie machen dem Kind Essen, regeln die Hausaufgaben, kochen, backen und bügeln? Dann kochen, backen und bügeln Sie ab jetzt. Klar? Jeden Tag. Das Kind muss das alles erleben.
Alles. Ich hab doch schon gesagt, ich hab's verstanden. Okay. Probe aufs Exempel. Mr. Hellinger. Was? Die müssen weg. Die Ringe? Ja, vergessen Sie es. Ich trage schon seit Jahren. Ich bin Musiker. Ich arbeite hier auf der Bühne. Ein Markenzeichen. Stimmt es, dass Linus hier manchmal mitspielt? Mundharmonika. Aber hey, das ist Musikerziehung. Ist doch ein Vorteil für uns. Hm? Um 11 Uhr abends? Linus muss zur Schule. Elisha, aber nicht nachts. Ich weiß nicht, ob ich mich hier für die richtige Sache einsetze. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Gut. Sie kennen ja meinen Vorschlag. Aber muss schon 10 plus. Was machen Sie denn da? Ich dokumentiere den Alltag. Halt still, Will! Sie! Ja. Sagen Sie mal, musste das wirklich sein? Ja. Okay. So, und wir jetzt? Matheaufgaben? Hab noch keine Lust. Gut, okay. Worauf hast du Lust? Pizza. Gut, dann gibt's jetzt Pizza. Bestellst du welche? Mhm. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Ein Kind braucht gute Ernährung und Regeln. Auch Linus. Ja, da täuschen Sie sich gewaltig. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Vertrauen Sie mir. Hm? Mein Taxi. Ja. Pro quo quid Elisha. Sie meinen quid pro quo. Ah, mein Latein ist schon ein bisschen länger her. Ja, ich weiß. Was wollen Sie? Sie biegen mich ja gerade zurecht und Sie kriegen ja auch Ihren Willen. Aber ich will auch was von Ihnen. Und zwar die Antwort auf eine Frage. Sie können sich an gar nichts mehr erinnern, oder? Den Unfall meine ich. Und ist das gut für Sie? Wieso interessiert Sie das, Ken? Was ist denn das für ein Gefühl, das Vergessen? Im Radio lief Musik, das weiß ich noch. Und an den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern und das ist auch gut so. Sie sind übrigens der Erste, der mich fragt, wie es mir mit all dem geht. Habe ich das? Ja. Das habe ich bis jetzt sogar selbst vermieden. Und ab jetzt kochen Sie, okay? Los, bitte. Weißt du doch, das sind meine Übungen, die ich regelmäßig machen muss. Das ist Teil der Reha. Du bist doch längst wieder fit, Elisha. Komm lieber ins Bett, es ist spät. Du, ich könnte in dieser Sache deine Hilfe gebrauchen. Dein Instinkt. Hast du in den nächsten Tagen mal Zeit dafür? Das ist schwer zu sagen. Ich weiß überhaupt noch nicht, auf was ich mich mit dieser Anhörung überhaupt eingelassen habe. Und ob es richtig ist, dass der Junge mit seinem Paten zusammenlebt. Ja gut, dann lass uns doch die Sache mal neu aufstellen. Soweit ich weiß, will die leibliche Tante das Sorgerecht. Ja, aber die Tante kennt Linus überhaupt nicht. Die Frau wohnt in Europa. In Frankreich. Sie ist verwandt mit dem Jungen, sie hat Geld. Also alles, was Anwälte und Kinder glücklich machen kann. Ich soll Will Hellinger in den Rücken fallen. Ach, Elisha, unser Beruf ist Business. Und wenn sich unsere Interessen mit der Einschätzung decken, ist es für den Jungen auch das Beste. Wunderbar.
Du hast dich mit der Sache beschäftigt. Lydia hatte ein paar ganz gute Ideen. Sprich mit ihr. Gute Nacht. Sie hat in deiner Abwesenheit viel dazu gelernt. Kleiner, schlafen? Können wir noch Bilder gucken? Ja, klar können wir das. Ja, komm, mal. So. Guck mal, Mamas Brautstrauß. Den musst du hier noch abholen, weil Papa den vergessen hat. Du willst nun sesshaft werden. Mr. Summers hat angerufen vom Jugendamt. Ah, das ist gut. Das ist der Kommissionsvorsitzende, bei dem wollte ich einen Termin. Er sagte, er plane einen Hausbesuch, konnte aber Mr. Hillinger nicht erreichen. Nicht gut. Ja, er schaut dann spontan vorbei. Wann? Jetzt, nehme ich an. Schnell, Taxi. Oder nein, kannst du mich bitte fahren? Es geht schneller. Was ist los? Ganz ehrlich? Richard hat mich, seitdem ich aus dem Krankenhaus bin, nicht ein einziges Mal angefasst. Weißt du, er berührt mich einfach nicht. Er sieht mich nicht an. Ich weiß, alles braucht seine Zeit, aber wie lange ist denn das? Du hast doch schon ein paar Sachen vergessen, Alicia. Du und Richard, ihr habt euch nicht immer nur gut verstanden. Ja, ich weiß. Aber vielleicht ist dieser Unfall eine Chance, in Zukunft alles besser zu machen. Ja, vielleicht. Ja, dann ist dieses Mandat auch eine Chance. Ja, aber wofür denn? Vielleicht liegt da dein Fehler, Alicia. Hast du Richard eigentlich vorgeschlagen, Landes Tante zu kontaktieren? Ja. Du wolltest doch ohnehin eine komplette Recherche des Falls. Ja, aber ich kann doch nicht die Seiten wechseln. Ich kann höchstens die Finger davon lassen. Ich weiß. Aber juristisch ist das sauber. Dein Mandant ist nicht Will Hillinger. Dein Mandant ist im Grunde Linus Shawn. Und für ihn das Beste durchzusetzen, das ist die Aufgabe, oder? Ja, das will ich ja. Warst du heute in der Schule? Darauf musst du nicht antworten. Du kannst die Aussage verweigern. Gibt es dann etwa kein Essen? Nee. Das sind die Gewürze, kann die Sie brauchen mal wir zu noch. Sie träumen. Sie kriegen gleich Besuch vom Jugendamt. Schauen Sie mal, dass Sie diesen Sandstall so schnell wie möglich auf Vordermann bringen. Und? Da
fehlt ein bisschen Limette, oder? Ich find's nicht schlecht. Was ist denn das? Die Tür stand auf. Entschuldigung. Noch einen Schluck? Gern. Kann ich aufstehen? Na klar. Willst du Schularbeiten machen? Muss ich ja nicht. War ja heute nicht in der Schule. Bist du krank? Nee. Bin was Besonderes, sagt Will. Aha. Wieso denn das? Meine Eltern sind tot. Das ist schlimm. Wie es schlimmer nicht geht. Ja. Ja. Da hast du recht. Und Will sagt, da darf man auf die Stränge hauen. Über die Stränge schlagen, habe ich gesagt. Weil die Lehrer Mitleid haben, geht das in Ordnung. Sagt Will das auch? Mhm. Kann ich aufstehen für den Nachtisch? Was gibt's denn? Sicher die tägliche Ration Obst. Marshmallows vom Grill. Oh. Das war ein schöner Nachmittag. Danke. Ihnen beiden. Wiedersehen, Linus. Wiedersehen. Übrigens, die Türen der Terrasse spiegeln Miss Charles. Bis bald. Sagen Sie, waren Sie irgendwann mal Flugzeugeinweiserin? Der gute Dave hat alles gesehen, Sie Genie. Ich hab's wenigstens versucht. Marshmallows vom Grill? Wirklich? Ja, haben Sie das noch nie gemacht? Nicht, wenn ich um ein Sorgerecht streite. Dann gerade mal nicht. Das war heute kein Punktesieg, Mr. Hellinger. Vor 5 Monaten, da sollte Linus eigentlich zu Hause bleiben. Er hat sich dann aber heimlich auf sein Fahrrad geschwungen und wollte seine große Liebe besuchen, Joanna. Das Problem daran war, dass die Eltern den kleinen Ausreißer entdeckten und hier anriefen und baten, ihn sofort abzuholen. Dann haben sich Maren und Mel sofort ins Auto gesetzt, um ihn einzusammeln. Und? Der Unfall? Und jetzt gibt sich Linus die Schuld. Die Rechnung ist ganz einfach. Er hat etwas getan, was nicht erlaubt war, und jetzt sind seine Eltern tot. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Der Junge wird nie wieder irgendwas tun. Er wird sich nie wieder ausprobieren. Er wird immer Angst haben. Immer. Deshalb die ganzen Freiräume. Und der Blödsinn in Badehose. Ja. Er muss sich lernen, auszuprobieren. Und er muss wissen, dass es absolut in Ordnung ist, etwas zu riskieren. Auf die Stränge zu hauen? Wir schaffen das. Bin ich mir ganz sicher. War ein Unfall vor 5 Monaten. Sie fahren doch diese Strecke oft. Da, hier sind überall Verrückte. Nur Verrückte. Hey! Thank you.
Kommen Sie bitte, hier entlang. Mr. Summers, was für eine Überraschung. Bitte. Morgen, Miss Charles. Schönes Boot. Sie segeln? Es war ein Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft. Aber wir waren schon... wir waren schon ewig nicht mehr auf dem Wasser. Zu viel Arbeit, Sie wissen ja, wie das ist. Deswegen bin ich hier. Erklären Sie mir Ihren Standpunkt. Wie meinen Sie das? Ihre Kanzlei steht in Kontakt mit Elizabeth Muir. Landestante aus Frankreich, Ihre Verfahrensgegnerin. Ja, ich weiß, wer sie ist, aber wieso? Wessen Interessen vertreten Sie? Es geht um das Wohl des Kindes. Plattitüden. Wenn ich mich hier so umsehe, geht es um Geld. Kleines ist ein kleiner Junge, aber ein reicher Erbe. Geht es darum? Nein. Miss Charles, Mr. Hillinger hat sich entschieden. Für Sie. Wie kann bitte Leines Tante sich auch für Ihre Kanzlei entscheiden? Entschuldigen Sie mich. Ich war auf Ihrer Seite, wissen Sie. Auf der Seite von Mr. Hillinger. Auch wenn er und Leines keine ernsthafte Chance haben. Ein klarer Verwandtschaftsgrad, gesicherte Lebensverhältnisse auf der einen Seite, ein Musiker ohne regelmäßiges Einkommen und ohne festen Wohnsitz auf der anderen. Er tut dem Jungen gut, ich weiß. Ja, richtig. Aber für die Mitglieder der Kommission steht die Entscheidung im Grunde. Ich hatte Hoffnung dank Ihnen. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe das Prozessvorkosten. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich so. Hallo? Deck auf. Wie kannst du mich nur so hintergehen? Denk nach. Verliert dieser Hillinger, war alle Arbeit umsonst. Es geht hier nicht ums Geld. Doch! Hier geht es immer ums Geld. Du bist die Erste, die das unterschreiben würde. Das ist falsch. Dieses Mal ist es falsch. Dein Background-Check über diesen Kerl hätte dir eines sagen sollen. Der Typ hat keinen Cent. Familie Muir allerdings bezahlt unsere Dienste, und zwar so oder so. Warum tust du das? Weil du deine Arbeit nicht tust. Ich tue meine Arbeit. Aber hier geht es auch um mein Leben. Das hier ist dein Leben. Unsere Firma ist dein Leben, Alicia. Das hast du nur vergessen. Es ist doch nur ein Gedanke bisher. Eine Option. Ich verstehe das als Entscheidungshilfe von uns, als Unterstützung. Mehr nicht, okay? Es ist keine Option. Ich habe es dem Kind versprochen. Und ich schulde es ihm. Du schuldest niemandem etwas. Es war ein Unfall. Du erinnerst dich ja nicht mal. Deswegen ist es trotzdem passiert. Das Kind ist real alleine und die Eltern sind real tot. Gut. Aber dieser Mr. Hillinger ist ganz bestimmt nicht der Richtige für den Jungen. Das hast du selbst gesagt. Ja, da habe ich mich getäuscht. Er ist der einzig Richtige. Wach auf, Alicia. Entscheide dich. Setz dich für unser Geschäft ein oder... Oder gib den Platz frei. Ich habe lange genug auf dich gewartet. Gut. Alicia? Ja, ich habe es mir notiert. Aber er ist leider im Augenblick nicht da. Ist das Summers? Ja. Bitte, ich... Ich habe genug gehört, Miss Charles. Ich kam nicht umhin. Es war laut. Wissen Sie, Paragraphen, diese ganze Trickserei, das interessiert mich nicht. Ich sehe nur ein Kind, das Hilfe braucht. Natürlich, ich kann Ihnen meinen Standpunkt erklären. Sie haben den Unfall verursacht. Sie müssen mir gar nichts mehr erklären. Es ist ein sehr krudes Motiv für Ihre Hilfe. Weiß Leines, wer Sie sind? Um Gottes Willen, nein. Bedenken Sie das. Ein krudes, aber herzliches Motiv, Miss Charles. Lassen Sie sich leiten. Wie bitte? Von dem wohligen Gefühl, das uns manchmal durchströmt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich rede von dem Gefühl, das uns durchströmt, wenn wir einmal das Richtige tun. Give me hope, Joanna. Hope before the morning comes. Nochmal, lauter!
give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Ah, die Anwältin, Sie an. Warum sind Sie hier? Ich habe schlechte Nachrichten. Die Tante aus Frankreich reist an, sie rüstet auf, wir müssen sprechen. Waren wir uns nicht einig über die Auftritte von Linus? Doch, aber das ist ja nicht für hier, das ist für die Schule. Die Schule macht einen Ausflug. Und da wird auch gesungen und getanzt, aber ganz wichtig, tagsüber. Sie wollen den Jungen doch nicht auf die Bühne zwängen. Ja, wieso das denn nicht? Ist seine Idee. Ich finde das total romantisch und mutig. Joanna. Ja, ich weiß, ihr Jungs wollt immer den großen Auftritt. Es kommt aber auf die Begegnung an. Kannst du tanzen, Linus? Frauen lieben es zu tanzen. Ich zeig's dir. Komm. Musik. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, a rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, a rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock. We're gonna rock around the clock tonight. Oh. Put your lad rags on. If joy be home, we have some fun. When the clock strikes wrong, gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by. Im Radio. Es tut mir leid. Der Unfall. Und an was erinnerst du dich genau? Das Lied im Radio. Das Krachen beim Aufprall und diese unglaubliche Wucht. An meine Angst. Mehr nicht? Davor oder danach? Gar nichts? Dass du das alles vergessen hast, das schützt dich doch. Du musst nach vorne schauen. Diese Gefühle sind furchtbar, Lydia. Dann lass die Vergangenheit ruhen. Das alles ist ein Fehler. Jeder macht mal einen Fehler. Das sieht Richard genauso. Red mit ihm. Er ist in der Kanzlei. Er macht sich Sorgen um dich, das weiß ich, Alicia. Okay. Nehmen Sie doch Platz, Miss Van Bormer. Komm sofort, danke. Ah, ist das Ihr Boot? Ja, nein, also, ja, es ist unser Boot. Cool. Gut, dass Sie da sind. Ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen. Ach, wegen der Gitarre? Ah, war alt. Keine Sorge. War nur ein Klassiker. Kommen Sie? Wohin? Heute ist Geburtstag. Ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Das war Leines Idee. Ach, das ist ihm wirklich wichtig. Kommen Sie, erwartet im Auto.
Können wir da reden? Was machen wir hier? Meine Mama hat Geburtstag. Ich dachte, wir fahren zu einem Kindergeburtstag von Joanna oder sowas. Das will ich nicht. Sie wollten Rückzieher machen. Alles hinschmeißen, richtig? Was soll das sein? Ihre Art von Scheißtherapie? Lassen Sie mich in Ruhe. Felicia, Will, kommt! Das verzeihe ich Ihnen nie. Ich mag Sie, Felicia, echt. Zugegeben nicht von Anfang an. Oh, bitte ersparen Sie mir das. Ach, ich soll Sie in Ruhe lassen. Ich glaube ja eher, dass Ihre Vergangenheit Sie nicht in Ruhe lassen wird. Sie ist nämlich Teil Ihres Lebens. Ob es Ihnen nun passt oder nicht. Sie haben wohl den ganz großen Durchblick, was? Nee, aber ich habe Erfahrung in solchen Dingen. Elisha! Ich habe den Grabstein ausgesucht. Mit Will zusammen, aber eigentlich ich. Schön. Ich meine, das hast du gut gemacht. Die Blumen halten nie lange. Das macht doch nichts. Man darf ruhig weinen. Man darf nur nicht vergessen, auch mal zu lachen, sagt Will. Es ist kein Zufall, dass wir uns begegnet sind, Linus. Ich weiß, du bist berufen. Was sagst du? Es gibt gar keine Zufälle. Meine Mama und mein Papa sind im Himmel wegen eurem Unfall. Du weißt, wer ich bin? Du weißt Bescheid? Du bist noch da, weil du ja berufen bist, dass ich bei Will bleiben kann. Berufen. Glaubst du das? Und du bist mir nicht böse? Du hast es ja auch nicht mit Absicht gemacht. Stimmt's? Nein. Nicht mit Absicht. Ich geh schon mal zum Wagen. Wann haben Sie es Linus gesagt? Ich habe es ihm erklärt, wie es ist. Wann? Von Anfang an. Wann sonst? Was? Haben Sie irgendwo ein drittes Auge? Ich meine, Sie spielen hier doch nicht nur den weisen Mann. Woher wissen Sie das alles? Ich finde, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ich war 12, als mein Vater gestorben ist. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil es war ein kalter Winter und ich war im Eishang gebrochen auf dem See hinter unserem Haus. Hat mich rausgezogen. Mein Vater hat mir das Leben gerettet und er ist...
selber nicht rausgekommen. Es tut mir leid. Das war ja meine Schuld. Ich durfte ja nicht auf dem Eis spielen. Und meine Mutter hat mir ständig Vorwürfe gemacht, jeden Tag. Ich hatte Schuld, ich musste dafür büßen, wann immer sie irgendwas wollte, wann irgendwann etwas nicht so lief, wie es sollte. Die Schuld wiegt schwerer als die Erinnerung an diesen Tag. Das habe ich mittlerweile gelernt. Aber jemand sollte einem diese Last nehmen. Das kann niemand. Sie wollen es nicht verstehen, oder? Der kleine Mann hat es doch gerade getan. Jetzt kommt es nur darauf an, was Sie daraus machen. Elisha, fahren wir mal mit deinem Boot? Oh ja, Boot fahren. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, Linus. Aber wozu hast du das Boot dann? Ja, gute Frage eigentlich. Ich dachte immer, dass ich... Globales Verschiebegesetz. Wie bitte? Naja, wer Abenteuer fahrlässig verschiebt und oder Ausreden zulässt, der wird nicht unter zwei Kugeln Eis bestraft. Kommen Sie. Ja, ich nehme Erdbeer und Schokolade. Elizabeth Muir? Ja. Aha. Ja, sie verlangt, dass du das Mandat Hillinger niederlegst. Ich denke gar nicht daran, das Mandat abzugeben. Aha. Das weißt du doch. Und jetzt? Und jetzt? Elisha ist nicht mehr an Bord. Was denn wohl sonst? Ich dachte wirklich, wir hätten diese ganze Sache nach der Klinik abgeschlossen. Ich dachte, wir vergessen diesen Unfall endlich und schauen nach vorn. Verfluchter Mist. Alicia braucht Zeit. Zeit? Wofür denn bitte? Scheiß Kalenderspruch. Das Leben geht weiter. Glaubst du wirklich, nur sie hat sich verändert? Alicia spürt das doch. Lass dir was einfallen. Bist du ja. Willst du mit mir Frieden schließen? Hinterher. Und vorher? Ich habe heute zwar nur einen Schnellkurs gemacht, aber ich denke, ich krieg das hin. Ach, eine Massage. Es tut mir leid, Elisha. Ich habe den Unfall und all das verdrängen, vergessen wollen. Und so wie du es vergessen hast. Vor allem Schulter und Nacken, richtig.
mit uns. Wir lachen nicht mehr, wir segeln nicht mehr, wir übern die Welt nicht mehr. Tja, uns ist wohl aufgefallen, dass Weltreisen teuer sind. Das Geld müssen wir erstmal verdienen. Ja, aber es muss Leben übrig bleiben. Versprich mir das. Meine Güte, wie kann das alles sein? Ich habe zwei Menschen auf dem Gewissen und ein Kind zum Waisen gemacht. Denk doch mal einen Moment nicht daran. Hallo. Hey, Alicia. Na? Wo ist Linus? Sie werden es nicht glauben. Der ist in der Schule, danach hat er Mathe-Nachhilfe. Alles so, wie Sie es wollen. Ich hab was für Sie. Ein Geschenk? Für mich? Mhm. Nee, vergessen Sie es. Wenn Frauen was schenken, kommt anschließend sofort eine Forderung. Ja, das stimmt. Na, ganz schön groß. Großes Geschenk, große Forderung. Soll ich aufmachen? Ja. Oh, wow. Eine neue Gitarre. Oh, super, danke. Ganz schön tief in die Tasche gegriffen, oder? Keine Sorge, die ist alt, nur ein Klassiker. Ich muss dann. Sagen Sie, haben Sie nicht Lust, vielleicht zwischendurch eine Probefahrt zu machen? Nein, danke. Es macht Spaß. Wie kann man den Spaß ablehnen? Los, Schuhe aus! Was? Ja, das ist doch nur Gras. Vergessen Sie mal Ihre Wolkenkratzerabsätze. Kommen Sie, ich nehme Ihnen mal die Tasche ab hier. So. Ich weiß nicht, ist das eine gute Idee? Das ist eine sehr gute Idee. So, Mantel aus. Also, kommen Sie hier. Einsteigen. Aber wo mach ich denn da die Beine hin? Da vorne. Gucken Sie mal. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt mache. So. Okay, wo ist die Bremse? Die Bremse. Es gibt keine Bremse. Was? Will! Will, halten Sie das Ding an! Will! Alles in Ordnung? Das war ein Riesenspaß. Oder? Super. Sie geben sich wirklich große Mühe für Linus. So lautet Ihr Befehl. Nein, das meine ich nicht. Sie haben Ihr ganzes Leben geändert. Nee, das Leben ist dasselbe. Es hat sich einfach nur anders entwickelt. Hm. Sie sind auf einmal sesshaft. Wie können Sie das? Ich habe mir ein Beispiel an Linus genommen. Der Junge weiß doch gar nicht, was im Leben auf ihn zukommt. Er ist offen für alles und nimmt alles hin. Sie meinen auch den Tod seiner Eltern? Trauert, aber er hat es als Teil seines Lebens akzeptiert. Da haben uns Kinder einiges voraus. Die Gitarre. Würden Sie was für mich spielen? Ja klar. Was denn? Ich will mich erinnern. I'd never dream that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall. Thank you.
können Sie mich bitte nach Hause bringen? Ja. Hallo? Elisha? Du wolltest mich sprechen? Warum treffen wir uns hier? Ich erinnere mich. An alles. Auch was vor dem Unfall war. Ich erinnere mich, warum ich im Auto saß. Du hast es nicht für nötig gehabt, mit mir zu reden. Nach all dem, was passiert ist. Du hattest es vergessen. Ich wollte es auch vergessen. Schläfst du noch mit dir? Mit meiner besten Freundin? Ich ziehe aufs Boot. Mach mir einen Vorschlag, wie wir das finanziell regeln. Elisha. Ich brauche dich. Ja, aber ich brauche das alles hier nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche deine Lügen nicht mehr. Das Einzige, was ich brauche, ist jemand, der mich hält, wenn ich mal schwach bin. Aber wir können doch Partner in der Firma bleiben. Es gibt kein Wir mehr. Wenn du jetzt gehst, hier läuft sowieso alles auf meinen Namen. Du hast nichts. Und weißt du was? Du kriegst auch nichts. Was machen Sie denn noch hier? Ja, ich dachte mir, ich warte vielleicht noch mal besser. Vielleicht müssen wir noch ein paar Spuren verwischen, hm? Was? Ist er tot? Über Fernsehen ja irgendwie gerade. Gute Idee eigentlich, aber ich muss hier weg. Kein Problem. Leines Haus ist groß genug. Können Sie mich bitte zu Marina bringen? Bitte? Klar, geben Sie her. Steigen Sie schon mal ein. Riskieren, dass sie draufgehen. Sie sind der Einzige. Der Einzige was? Das ist gut. Freund, dem ich vertrauen kann. Sie haben vorhin auf mich gewartet. Sie sorgen sich um mich. Das fühlt sich gut. Thank you.
Wenn du willst, kann ich versuchen, mit ihr zu reden. Um ihr was zu sagen? Das hat sich erledigt, ganz sicher. Sie geht. Dann mach das Beste draus. Konzentrier dich nicht auf das, was du verloren hast, sondern darauf, was du gewinnen kannst. Kein Versteckspiel mehr. Und kein Interessenkonflikt in Sachen Linus Shawn. Das ist doch was. Du hast wirklich deine ganz eigenen Qualitäten. Lydia. Also, was ist voraus? 0,35 Unzen. Ein Ballon trägt 0,35 Unzen. Gut. Und dein Mathebuch, wie schwer ist das? Nach Schuleigentum. Ah, ist überhaupt gar kein Problem. Schulstempel und Leines Namen sind soeben entsorgt. 14 Unzen. Haargenau. Okay. Und wie viele Ballons brauchst du dafür? 40. 40 Ballons. Sei doch. Ja. Das Thema. Das müsste reichen. Mach mal ein Foto, okay? Mach ich. Komm her, siehst du mal, wofür Mathe gut ist. Los, lass steigen. Wow! Ja! Schon eingeschlagen lassen. Eingeschlagen. Ich bin sowas von dagegen, Leute. Hier sieht uns auch keiner. Sowas von dagegen. Ich fahre. Ja, er fährt. Super. Oh, Kacke. Los, fahr da ran. Und jetzt, Motor aus. Hauen wir ab? Zu spät. Hast du einen Führerschein? Was ist denn hier los? Ja. Mr. Summers, wir müssen miteinander sprechen. Mr. Stone? Sagen Sie, was ist eigentlich der Stand der Dinge in der Sorgerechtssache Shawn? Eine Anhörung in 3 Tagen, Sir. Wir haben mehrere Optionen. Ist das so? Eine Tante, ersten Grades, mit eigenen Kindern in der Familie. Welche anderen Optionen kommen da in Frage? Ich gebe zu bedenken, Linus... Familie Shawn hat gute Verbindung. Das galt für die verstorbenen Eltern und gilt auch für die Schwester. Hier in Frankreich liegt. Ja. Und wo ist das Problem? Andere Sprache, anderes Umfeld, Entzug des Kindes vor jedem Zugriff und unserer Beobachtung. Sie gehen doch bald in Pension. Ist doch schön, einen aufgeräumten Schreibtisch zu hinterlassen, oder? Ja, aber... Heißt ja aber, dass wir beide uns verstehen. Sie können uns vertrauen, Mrs. Muir. Hat dieser Mr. Hillinger... Hat dieser Freund des Hauses Zugriff auf das Vermögen meines Bruders? Nein, bislang noch nicht. In der Anhörung werden Sie gefragt werden, warum Sie sich erst jetzt um das Kind bemühen. Mein Bruder und ich hatten keinen Kontakt mehr. Ich wusste weder von einem Erbe. Noch war mir klar, dass meine Schwägerin gar keine Angehörigen hier hat, die das Kind aufnehmen könnten. Sie garantieren mir den Erfolg? Mrs. Muir, wir verfügen über Rechtsmittel, um Ihr Anliegen beim Jugendamt durchzusetzen. Keine Sorge. Brauchst du deine paar Privatsachen überhaupt 2 Kartons? Dir gehört doch kaum was, juristisch betrachtet. Um was geht's hier, Richard? Gekränkte Eitelkeit? Meine Art Rachefeldzug? Ich hab dich da rausgehauen. Ich hab den Prozess trotz aller Hürden gewonnen. Du meinst meinen Unfall? Das war Arbeit, Elisha. Das war viel Arbeit. Du hast das alles verschlafen. Um was ging's da eigentlich bei diesem Prozess? Um Geld?
Wer wem wie viel Entschädigung zahlt oder wie man am besten drumherum kommt? Dafür soll ich mich bedanken. Du kommst jetzt noch ein einziges Mal zur Vernunft. Ein neues Leben, viel besser und moralischer von mir aus, das kannst du danach starten. Aber mit Kapital, Alicia, ist das viel einfacher. Und viel angenehmer als mit einer Pleite. Ich mach dir ein Angebot. Ist er wieder da? Ja, ich habe mich mit Richard geeinigt. Danke fürs Bringen. Der Mann wurde mit dem Kind verhaftet. Das war im Schwimmbad. Das Fotoalbum dokumentiert ganz gut den chaotischen Alltag des Jungen. Jam-Session, mitten in der Nacht. Alles, was du brauchst. Kannst du alles an den Fotos ablesen. Hier, Schwänzlein, ist übrigens die Schule. Hm. Na, klauen die da Äpfel? Dokumentiert der Diebstahl, sehr gut. Na, der Kleine lernt ja feine Sachen. Will hat es noch nie länger an einem Ort ausgehalten. Musst du sehen, was du draus machst. Ich persönlich würde auf unsteten Lebenswandel und Verantwortungslosigkeit plädieren. Das wird ein Spaziergang. Und der Typ hat dem Kind wirklich Autofahren beibringen wollen. Hat wohl seinen Führerschein gekostet. Jetzt fährt er ohne. Ach. Ausgezeichnet. Was vergessen? Das Boot gehört dir. Du tust das Richtige, Alicia. Das Gefühl habe ich auch. Aber Alicia ist doch berufen. Ist eine komische Sache, aber so funktioniert's. Hast du doch gesagt. Ich hole mir noch was zu trinken. Willst du noch eine Cola? Das ist doch auch so mit den Sternen. Hast du doch gesagt. Manchmal ist der Mond eben nur ein Scheißmond. Aber da kommst du schon noch dahinter. Was willst du? Die Anwältin will das Vorgespräch für die Anhörung morgen? Ich glaube, dass du gut vorbereitet bist. Was meinst du? Anwältin durch und durch. Hm? Und jetzt musst du noch ein bisschen Profit rausschlagen. Sag mal, reicht es dir nicht, dass du die beiden totgefahren hast? Warum sagst du sowas? Warum sage ich was? Weil ich die Wahrheit trifft? Hab doch deinen Freund an dich gehört. Will! Das kann ich dir erklären! Will! Ich kann dir erklären, wie Anwälte ticken.
Ciao, Dan. Ciao. Hallo, Linus. Hallo. Will ist böse auf dich. Ja, ich weiß. Es tut mir sehr leid. Er sagt, du spielst ein falsches Spiel. So wie Anwälte nun mal sind. Glaubst du das auch? Es gibt doch keine Zufälle, oder? Dass du da warst beim Unfall. Und dass du Anwältin bist. Dass wir Freunde sind. Will sagt immer, es gibt keine Zufälle. Morgen ist die Anhörung. Wenn du willst, bin ich für dich da. Aber morgen ist doch mein Schulausflug. Joanna? Ja. Der Tanz, ich verstehe. Verstehst du, wie wichtig die Anhörung ist? Kann ich denn nicht auf den Ausflug? Ich muss los. Tschüss. Tschüss. Das ist ganz hübsch dokumentiert. Straftaten, fehlgeleitetes Verhalten. Darf ich mal sehen? Gerne. Bunt durcheinander und doch eine Konstante. Verantwortungsloses Handeln und sogar gegen das Gesetz. Sie verdrehen doch alles. Haben Sie das Kind Auto fahren lassen und deshalb Ihren Führerschein verloren? Ja. Sie wurden verhaftet, so wie beim Einbruch ins Schwimmbad? Ja. Haben Sie den Neunjährigen mitgenommen in eine Bar, in der Alkohol ausgeschenkt wird? Auch das. Aber ich hatte meine Gründe dafür. Was denke ich mir? Wir haben da Musik gemacht. Ach, Sie verdienen damit Ihren Lebensunterhalt. Ja. Ich habe Linus ein Instrument beigebracht. Dann haben Sie mit dem Kind also Geld verdient. Das ist alles nicht wahr. Geht es Ihnen nicht um Geld? Nur darum? Sie wollen ihn jung, ne? Egal wie. Hallo, Linus. Hallo. Sind Gut und Böse da drin? Mein Schulausflug. Der Bus fällt doch ab. Ich weiß. Tut mir leid, ich bin spät. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Miss Schwarz. Guten Tag. Na bravo. Was willst du denn hier? Noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen? Miss Charles, Sie haben den Ausführungen von Mr. Parker nicht folgen können. Es dürfte Ihnen schwerfallen, darauf zu antworten. Das ist richtig. Wünschen Sie eine Unterbrechung? Nein. Nein, ich wüsste sowieso nicht, was ich darauf antworten könnte. Ist alles wahr. Üble Geschichte. Ganz schlimm. Sie teilen also die Ansichten von Mr. Parker? Natürlich. Ich nehme an, Mr. Parker hat ausgeführt, was in einem Kind vorgeht, das beide Elternteile verloren hat. Wie es sich für einen Neunjährigen anfühlt, der plötzlich ganz allein auf der Welt ist. Darum ging es doch gerade, oder? Darum, dass Linus sich selbst die Schuld gibt. Er war nicht artig. Seine Eltern sterben. Schlimme Verknüpfung für ein Kind. Schon gut, wir haben es begriffen. Wir haben das Fotoalbum studiert, alles klar? Fahren Sie fort. Das Fotoalbum also. Sie sind nicht auf einem einzigen Foto, Miss Muir, oder? Kennen Sie das Kind? Nein, leider noch nicht. Mhm. Sie haben keine Beziehung zu Linus. Auch Mr. Hillinger hat den Jungen erst vor kurzem kennengelernt. Davor ist er in der Welt umhergestromert und... Und stellt sich nun der Verantwortung. Warum ist dieses Fotoalbum hier Beweissache? Weil es klar dokumentiert, wie das Leben des Jungen zurzeit aussieht. Ja, ja. Das ist gut. Das Leben von Linus. Linus' Eltern. Glückliche Zeiten, keine Frage. Und hier sein neues Leben. Hat alles der Junge eingeklebt. Was soll das? Keine freie Seite. Ein und dasselbe Familienalbum. Ein und dasselbe Leben für das Kind. Sein Leben geht weiter. Ist das nicht wunderschön? Blanke Interpretation. Das ist das, was Will Hillinger wollte. Dass das Leben von Linus weitergeht. Der Tod seiner Eltern ist ein Teil seines Lebens. Der Junge braucht kein neues Leben, kein Vergessen.
Was der Junge braucht, ist einen echten Freund für das eine Leben, das er hat. Und egal wie oft dieser Mann da für irgendein Blödsinn verhaftet wird, es interessiert Linus nicht. Bedenken Sie, dass es hier um das Kind geht. Ich beantrage die Befragung des Jungen. Sofort. Das geht nicht. Ja, ich weiß. Warum nicht? Der Junge macht heute einen Ausflug und es ist ihm wichtig. Außerdem ist er verliebt. Er ist verliebt? Dafür ist er doch viel zu jung. Das kann er ja noch nicht wissen. Außerdem fährt der Bus bald. Sorgerecht ist auch eine Sorgepflicht. Wenn Sie uns darum entschuldigen wollen, diese Pflicht erfüllen wir jetzt. Das ist versprochen. Wir machen gern einen neuen Termin. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich! So. Und? Ja, schauen wir mal. Das wird aber verdammt knapp. Ja, dann Beeilung. So, wo laufen wir eigentlich hin? Zu deinem Wagen. Wie zu meinem Wagen? Ich fahre ja wirklich gerne ohne Führerschein, aber doch nicht am Tag der Anhörung. So viel habe ich ja mittlerweile von dir gelernt. Stimmt. Und was jetzt? Ja, und was jetzt? Oh. Wartet mal. Alicia, ich weiß. Schon gut, Lydia. Ich brauche deinen Wagen. Ich hab's eilig. Bitte steig los. Aber du fährst doch gar nicht mehr Auto. Du hast meinen Mann. Dafür krieg ich jetzt kurz dein Auto. Es tut mir wirklich leid, Alicia. Ja, du hast dich für ihn entschieden. Das war dir unsere Freundschaft wert. Wir lieben uns. Richard liebt mich. Ja? Pass auf, dass du immer schön von Nutzen für ihn bleibst. Lydia. Schnell zum Park am Hatzenhof. Also wirklich machen. Ja. Wer ein Abenteuer fahrlässig verschiebt und oder Ausreden zulässt, wird nicht unter zwei Kugeln Eis bestraft. Hm. Wo soll's hingehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich meine den Weg oder den? Nein, jedenfalls. Nicht zurück. Das funktioniert nicht. Sehen wir uns wieder? Ich habe ja eure Karte. Und das kam heute Morgen für euch. Was ist denn das? Wird dir nicht gefallen. Es gibt Auflagen vom Jugendamt. Linus darf bei dir bleiben. Aber leider bin ich amtlich bestellt als seine Anwältin und Vermögensverwalterin. Das heißt ja, dass wir uns wiedersehen. Und zwar regelmäßig. Pass auf dich auf, ja?
Ah, sieht aus wie eine Anwältin. Bewegt sich wie eine Anwältin. Ist pünktlich wie eine Anwältin. Das ist die Anwältin. Dann los? Nein. Warte mal. Lass sie erst in Ruhe ankommen. Wir haben ja Zeit. Taxi! Hallo? Hallo? Willkommen! Willkommen! Endlich sind Sie wieder da. Wie schön. Ihr habt mich erschreckt. Jetzt weißt du auch, warum ich dich heute Morgen nicht geweckt habe. Hm? Miss Charles, willkommen. Dann wollen wir. Da vorne. Das ist Betty Gardner. Sie ist neu bei uns. Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte sie auch vergessen. Wie viel Zeit fehlt Ihnen denn? Gib mir dein Tasche. Danke. Wohl. Cheers. Prost. Und wie geht's dir? Du isst mir zwar immer noch meine Essensportion weg, aber immerhin sitzt du nicht mehr an meinem Klinikbett. Also keine Rücksicht und kein Mitleid mehr. Okay. Aber ist es klug, so kurz nach dem Unfall gleich wieder Vollgas zu geben? Es ist 5 Monate her. Von denen du über 2 geschlafen hast. Ich meine ja nur. Du musst dich erholen, das Ganze verarbeiten. Koma und Amnesie heißt, ich habe unendlich lange geschlafen und erinnere mich an nichts. Da gibt es also nichts zu verarbeiten. Mr. Schmidt. Ich meine es nur gut, das weißt du. Mr. Schmidt? Ja. Mr. Parker wird gleich. Seine Frau, also Ex-Frau, vermeidet ein Zusammentreffen. Ja, aber sie ist als deine Klientin sehr zufrieden mit uns. Es gibt eine Einigung in der Scheidungssache? Ja. Er zahlt? Deutlich weniger, als du verlangt hast, aber mittlerweile ist seine Firma ja auch komplett pleite. Siehst du die Schuhe? Was? Die Schuhe, Lydia. Schön, dass Sie Zeit hatten. Möchten Sie was trinken? Ja. Ja? Schmitz, ich wusste nicht, dass wir uns heute treffen. Glauben Sie mir, das ist etwas, was ich sehr gern vermieden hätte. Die Parteien sind sich einig. Mr. und Mrs. Schmitz haben eine... Keine Vereinbarung. Alicia? Ihre Frau ist meine Mandantin. Und als ihre Anwältin habe ich 5 Millionen des gemeinsamen Vermögens gefordert. Alicia, ich danke dir. Ach ja, dann sagen Sie mir, wo ich so viel Geld herbekommen soll. Keine Ahnung. Aber wenn Sie darauf bestehen, helfe ich gerne beim Suchen. Versprochen. Mr. Schmitz. Das war's. Ende. Finito. Vielen Dank. Wir sehen uns vor Gericht. Von mir wird sie übrigens gar nichts bekommen. Und schöne Grüße an meine Ex-Frau. Du hast den Verstand verloren. Machiavelli, aktuelle Saison, handgenäht. Beantwortet das deine Frage? Ja, allerdings. Du hast den Verstand verloren. Seine Schuhe. Italienisch. $3,200. Was, ein Paar? Pro Schuh, Richard. Pro Schuh. Schmitz ist pleite. Aber er leistet sich Designerschuhe der Premium-Klasse. Der verarscht uns. Der hat sein Geld irgendwo versteckt und du fällst drauf rein. Du hast den Deal platzen lassen. Das kostet unsere Mandantin ein Vermögen. Und uns kostet es ein Vermögen, ein Honorar. Er wird anrufen. Er wird zahlen. Er hat die Botschaft verstanden. Vertrau mir. Was ist das für eine scheiß Botschaft? Ihr Gourmet da kleckert. Reichlich. Ja, das ist aber nicht seine Schuld, das ist die Erdanziehung. Kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. William Hillinger. Will. Und Sie sind Alicia Charles, richtig? Ich brauche eine Anwältin. Ich brauche meine Mittagspause. Sehen Sie, und genau die ist meine Chance. In Ihrer noblen Kanzlei würde ich wahrscheinlich noch nicht mal am Anfang vorbeikommen. Ja, genau dahin muss ich jetzt zurück.
Das sollten Sie sich allerdings gut überlegen, weil wenn Sie jetzt aufstehen, müssen Sie an diesem kleinen Kleckerklotz vorbei. Stellen Sie sich mal vor, was mit Ihrem schönen Kostüm passiert. Das ist Nötigung. Sie drohen mir? Mit Ketchup und Mayonnaise. Hören Sie, geben Sie mir 5 Minuten Ihrer Zeit, bitte. 5 Minuten. Und wenn Sie unseren Fall dann nicht annehmen wollen, dann bin ich auch weg. Ich verspreche Sie. Gut, Sie haben 1 Minute. Okay, Sie mögen sportlich. Linus ist weise und ich bin sein Pate. Und plötzlich kommt seine Tante aus Frankreich angerauscht und will das Sorgerecht. Das Jugendamt will eine Anhörung und danach entscheiden. Die wollen Will und mich trennen. Dabei sind wir ein Dreamteam. Ja, und das Dreamteam braucht eine gute Anwältin. So, das war jetzt wirklich unter einer Minute. Habe ich mir einen Kaffee verdient? Ja, dafür bin ich leider nicht die Richtige. Das ist nicht mein Fachgebiet. Sie sind die einzig Richtige, Miss Charles. Nein, tut mir leid, das bin ich nicht. Ich muss jetzt auch zurück. Es ist mein erster Tag. Ich habe eine Menge Arbeit. Hatten Sie Urlaub? Nein. Fortbildung? Nein. Oder hatten Sie einen Unfall? Ein Verkehrsunfall, Mr. Hellinger. Kein Spaß, sondern 2 Tote. Will, sie geht einfach. Elisha, Miss Charles, es tut mir leid, war nicht so gemeint. Mr. Hellinger, Sie können sich meine Dienste sowieso nicht leisten. Ja, das stimmt, ich habe hier 1 Cent. Ja, also, schönen Tag noch. Und Sie können es sich nicht leisten, den Fall abzulehnen. Es geht um das Schicksal dieses Jungen. Das ist nicht meine Aufgabe. Der Unfall. Ihr Unfall. Mel und Maren Sean. Elisha, Sie haben den Jungen zum Waisen gemacht. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte. Hier, falls Sie uns erreichen möchten. Denken Sie noch mal in Ruhe drüber nach, ja? Die Akte von meinem Unfall. Die Prozessakte. Es ist alles erledigt. Die Versicherung hat gezahlt. Du hast keine Vorstrafe. Der Prozess ist abgeschlossen. Wir haben alles getan. Wo ist die Akte denn dann? Ich will sie sehen. Wieso sind die Papiere nicht im Archiv? Richard will dich doch nur schützen. Damit du nach vorne blicken kannst. Gib mir die Unterlagen. Sei doch froh, dass du alles vergessen hast. Besser kann es gar nicht sein. Verkehrsunfall mit Todesfolge. Kreuzung Duchess in Delaford Street. Geschädigte Maren und Mel Sean tot. Linus Sean. Maren und Mel Sean. Es ist vorbei, Elisha. Lass es ruhen. Du musst recherchieren. Ich will alles über William Hellinger wissen. Wer er ist, wer er kommt und wohin er geht. Alles. Papa uns vom Himmel aus sehen? Klar können sie das. Wo sind sie denn? Such dir einfach einen Stern aus. Und immer wenn du an Mama und Papa denkst, dann sind sie da. Das klingt komisch, aber
es funktioniert. Dann nehme ich den Mond. Der ist groß. Den finde ich immer. Sehr schlau. Das ist ein guter Zufall, dass wir Freunde sind, Will. Es ist kein Zufall. Deine Mama hat mich ausgesucht für dich. Dann darf uns auch niemand trennen, stimmt's? Ja. Du musst dieses Mandat ablehnen. Kann ich das wirklich? Und ob? Diesem abgerissenen Kerl geht es nur ums Geld. Die Chance war ein Vermögen, dann die Versicherungssumme. Das Kind ist für den Mann Gold wert. Kann er sich doch jeden Anwalt nehmen? Nein, er braucht einen Spitzenanwalt, um überhaupt an das Geld ranzukommen. Über das Sorgerecht. Ganz einfach. Niemand würde... Was wird das denn? Das weißt du doch. Das sind meine Übungen, die ich regelmäßig machen muss. Das ist Teil der Reha. Du bist doch längst wieder fit, Alicia. Komm lieber ins Bett, es ist spät. Hm? Du, ich könnte in dieser Sache deine Hilfe gebrauchen. Dein Instinkt. Hast du in den nächsten Tagen mal Zeit dafür? Das ist schwer zu sagen. Ich weiß überhaupt noch nicht, auf was ich mich mit dieser Anhörung überhaupt eingelassen habe und ob es richtig ist, dass der Junge mit seinem Paten zusammenlebt. Ja gut, dann lass uns doch die Sache mal neu aufstellen. Soweit ich weiß, will die leibliche Tante das Sorgerecht. Ja, aber die Tante kennt Lannis überhaupt nicht. Die Frau wohnt in Europa. In Frankreich. Sie ist verwandt mit dem Jungen, sie hat Geld, also alles, was Anwälte und Kinder glücklich machen kann. Ich soll Will Hillinger in den Rücken fallen. Ach, Alicia, unser Beruf ist Business. Und wenn sich unsere Interessen mit der Einschätzung decken, es ist für den Jungen auch das Beste. Wunderbar. Du hast dich mit der Sache beschäftigt. Lydia hat ein paar ganz gute Ideen. Sprich mit ihr. Gute Nacht. Sie hat in deiner Abwesenheit viel dazu gelernt. Kleiner, schlafen? Können wir noch Bilder gucken? Ja, klar können wir das. Ja, komm, mal. So. Guck mal, Mamas Brautstrauß. Die musste ich noch abholen, weil Papa den vergessen hat. Sesshaft werden. Hey, Mr. Summers hat angerufen vom Jugendamt. Ah, das ist gut. Das ist der Kommissionsvorsitzende, bei dem wollte ich einen Termin. Er sagte, er plane einen Hausbesuch, konnte aber Mr. Hillinger nicht erreichen. Nicht gut. Ja. Er schaut dann spontan vorbei. Wann? Jetzt, nehme ich an. Schnell, Taxi. Oder nein, kannst du mich bitte fahren? Es geht schneller. Thank you.
Was ist los? Ganz ehrlich? Richard hat mich, seitdem ich aus dem Krankenhaus bin, nicht ein einziges Mal angefasst. Weißt du, er berührt mich einfach nicht. Er sieht mich nicht an. Ich weiß, alles braucht seine Zeit, aber wie lange ist denn das? Du hast doch schon ein paar Sachen vergessen, Alicia. Du und Richard, ihr habt euch nicht immer nur gut verstanden. Ja, ich weiß. Aber vielleicht ist dieser Unfall eine Chance, in Zukunft alles besser zu machen. Ja, vielleicht. Ja, dann ist dieses Mandat auch eine Chance. Ja, aber wofür denn? Vielleicht liegt da dein Fehler, Alicia. Hast du Richard eigentlich vorgeschlagen, Landes Tante zu kontaktieren? Ja. Du wolltest doch ohnehin eine komplette Recherche des Falls. Ja, aber ich kann doch nicht die Seiten wechseln. Ich kann höchstens die Finger davon lassen. Ich weiß. Aber juristisch ist das sauber. Dein Mandant ist nicht Will Hillinger. Dein Mandant ist im Grunde Linus Shawn. Und für ihn das Beste durchzusetzen, das ist die Aufgabe, oder? Ja, das will ich ja. Warst du heute in der Schule? Darauf musst du nicht antworten. Du kannst die Aussage verweigern. Gibt es dann etwa kein Essen? Nee. Das sind die Gewürze, die brauchen wir noch. Hören Sie mal zu, Sie Träumer. Sie kriegen gleich Besuch vom Jugendamt. Schauen Sie mal, dass Sie diesen Sandstall so schnell wie möglich auf Vordermann bringen. Und? Da fehlt ein bisschen Limette, oder? Ich find's nicht schlecht. Was ist denn das? Die Tür stand auf. Entschuldigung. Noch einen Schluck? Gern. Kann ich aufstehen? Na klar. Willst du Schularbeiten machen? Muss ich ja nicht. War ja heute nicht in der Schule. Bist du krank? Nee. Bin was Besonderes, sagt Will. Aha. Wieso denn das? Meine Eltern sind tot. Das ist schlimm. Wie es schlimmer nicht geht. Ja. Ja. Da hast du recht. Und Will sagt, da darf man auf die Stränge hauen. Über die Stränge schlagen, habe ich gesagt. Weil die Lehrer Mitleid haben, geht das in Ordnung. Sagt Will das auch? Mhm. Kann ich aufstehen für den Nachtisch? Was gibt's denn? Sicher die tägliche Ration Obst. Marshmallows vom Grill. Oh. Das war ein schöner Nachmittag. Danke. Ihnen beiden. Wiedersehen, Linus. Wiedersehen. Übrigens, die Türen der Terrasse spiegeln Miss Charles. Bis bald. Sagen Sie, waren Sie irgendwann mal Flugzeugeinweiserin? Der gute Dave hat alles gesehen, Sie Genie. Ich hab's wenigstens versucht. Marshmallows vom Grill? Wirklich? Ja, haben Sie das noch nie gemacht? Nicht, wenn ich um ein Sorgerecht streite. Dann gerade mal nicht. Das war heute kein Punktesieg, Mr. Hellinger. Vor 5 Monaten sollte Linus eigentlich zu Hause bleiben. Er hat sich dann aber heimlich auf sein Fahrrad geschwungen und wollte seine große Liebe besuchen, Joanna. Das Problem daran war, dass die Eltern den kleinen Ausreißer entdeckten und hier anriefen und baten, ihn sofort abzuholen. Dann haben sich Maren und Mel sofort ins Auto gesetzt, um ihn einzusammeln. Und?
Der Unfall? Und jetzt gibt sich Linus die Schuld. Die Rechnung ist ganz einfach. Er hat etwas getan, was nicht erlaubt war, und jetzt sind seine Eltern tot. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Der Junge wird nie wieder irgendwas tun. Er wird sich nie wieder ausprobieren. Er wird immer Angst haben. Immer. Deshalb die ganzen Freiräume. Und der Blödsinn in Badehose. Ja. Er muss sich lernen, auszuprobieren. Und er muss wissen, dass es absolut in Ordnung ist, etwas zu riskieren. Auf die Stränge zu hauen? Wir schaffen das. Bin ich mir ganz sicher. Vor 5 Monaten. Sie fahren doch diese Strecke oft. Da, hier sind überall Verrückte. Nur Verrückte. Hey! Mr. Summers, was für eine Überraschung. Bitte. Morgen, Miss Charles. Schönes Boot. Sie segeln? Es war ein Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft. Aber wir waren schon... Aber wir waren schon ewig nicht mehr auf dem Wasser. Zu viel Arbeit, Sie wissen ja, wie das ist. Deswegen bin ich hier. Erklären Sie mir... Ich will das umsonst machen, nur du. Simpler und genialer Schachzug, muss man den Hut vorziehen. Spürst du das nicht? Der Typ nutzt aus, dass es dir nach dem Unfall schlecht geht. Dabei ist deine fehlende Erinnerung doch eigentlich ein Geschenk des Himmels, Alicia. Findest du? Ja, nimm dein Leben dort wieder auf, wo es unterbrochen wurde. Du hast recht. Ich sag ab. Hudson Valley. Jetzt aber raus mit euch.
Tschüss, Officer. Hey, hallo. Fingerabdrücke. Mich haben die Cops ja nicht gefesselt. Ich durfte im Wagen sogar die Sirene drücken. Soll ich jetzt fragen oder... Sind im Schwimmbad über den Zaun geklettert. Sie fahren Taxi und kein Auto? Ja. Ah, wegen des Unfalls, klar. Haben Sie Angst am Steuer. Ich habe versucht, Sie anzurufen. Wieso steht hier keine Nummer drauf? Weil ich kein Handy habe. Kommen Sie doch mit rein. Hm? Kommen Sie. Warten Sie hier. Ja. Na? Nee, mit Seifen funktioniert das nicht. Du musst scheuern. Hier. So, pass auf. Jetzt nimmst du die Bürste. Jetzt kräftig schrubben. Los. Mit Wasser. Schrubben. Woher weißt du sowas? Ja, das interessiert mich auch. Woher wissen Sie das? Ja, ich zieh mich mal schnell um und Sie können sich an seinem Elternhaus anschauen. Das sind Mama und Papa. Jetzt ist Will bei mir. Will sagt, wir kriegen das raus, wie das geht. Wie was geht? Dass Will Familie ist für mich. Ist nicht einfach, sagt Will. Hilfst du mir? Ja, gerne. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, hilfst du uns, dass ich bei ihm bleiben kann? Hilfst du mir? Hier, das ist das Einzige, was wir haben. Das Hochzeitsvideo. In den Vertrag zur Unterschrift zu kommen. Ja. Yes! Du Zauberin, du hattest recht! Schmitz zahlt seiner Klientin 5 Millionen, wie du gefordert hast. Gut gemacht, Alicia. Ich werde das Mandat übernehmen. Was? Linus Sean. Das Adoptions- und Sorgerechtsverfahren. Du machst wohl Witze. Alicia, ich will meine Partnerin zurück. Ich es will ist dich nur zurück. Eine Anhörung, auf die ich Will Hillinger vorbereite. Eine rechtliche Beratung, mehr ist es nicht. Und mehr nicht. Das glaubst du wohl selbst nicht. Bitte. Okay. Hallo. Hallo. Und Will wird der Pate werden. Ich? Mel und ich wünschen uns das. Ihr habt mich gar nicht gefragt. Wow. Videobeweis. Glückwunsch. Danke. Wird bestimmt ein Schild. Das Jugendamt kann sich über alle Willenserklärungen hinwegsetzen, das weißt du. Es geht ausschließlich um die Frage, wer ist gut für das Kind. Und? Der Rumtreiber jedenfalls nicht. Ich höre. Will Hillinger. War mal hier, mal da, hat mal studiert. Hat wirklich jeden Job schon mal gemacht, so wie es aussieht. Ist wohl aktuell Musiker oder so, arbeitet dienstags im Falcon. Ausbildung? Außer Raketenforscher war so ziemlich alles dabei. Kein Abschluss, nichts zu Ende gebracht.
Also nennen wir das bei der Anhörung besser experimentierfreudig. Der Typ hat nicht mal eine Adresse. Doch. Er lebt im Haus seines Patenkindes. Ja, eben. Der Mann hat nichts zu verlieren, aber jede Menge zu gewinnen. Also ich hab's dem Kind versprochen. Ja, aber versteht das Kind, was das für dich bedeutet? Der Kleine weiß doch gar nicht, wer ich bin. Ich muss es machen, ich kann nicht anders. Ich schulde es ihm. Hi, Dan. Hi, Will. Na? Sag mal, wieso sitzt du eigentlich im Bus dich neben deiner Flamme Joanna, hm? Sie ist zwei Klassen über mir und Flamme sagt doch keiner. Aber beobachten allein bringt dich auch nicht weiter. Du magst sie doch, oder nicht? Und du magst die Anwältin. Sag wer? Du hast sie beobachtet. Im Wohnzimmer. Hab ich gesehen. Die Dame ist auch zwei Klassen über mir, schätze ich. War das Ironie? Ja. Kinder verstehen Ironie nicht. Stand in dem Buch, das du lesen wolltest. Hast du Hunger, Schlaumeier? Ja. Dann komm, ich musste mich nachher noch ins Falken. Ich habe das Gefühl, sie verstehen mich nicht. Doch, sie wollen mich auf tauglich trimmen. Das soll so eine neue Ausgabe von Ken werden. Wer? Hey, dieser Ken von Barbie. Wahrscheinlich alles so Leute, die bei Ihnen in der Kanzlei rumtanzen. Hab ich schon verstanden? Nein, ich glaube nicht, dass Sie mich schon verstanden haben. Wollen wir vor dem Jugendamt behaupten, Sie machen dem Kind Essen, regeln die Hausaufgaben, kochen, backen und bügeln? Dann kochen, backen und bügeln Sie ab jetzt. Klar? Jeden Tag. Das Kind muss das alles erleben. Alles. Ich hab doch schon gesagt, ich hab's verstanden. Okay. Probe aufs Exempel. Mr. Hellinger. Was? Die müssen weg. Die Ringe? Ja, vergessen Sie es. Ich trage schon seit Jahren. Ich bin Musiker. Ich arbeite hier auf der Bühne. Ein Markenzeichen. Stimmt es, dass Linus hier manchmal mitspielt? Mundharmonika. Aber hey, das ist Musikerziehung. Ist doch ein Vorteil für uns. Hm? Um 11 Uhr abends? Linus muss zur Schule. Elisha, aber nicht nachts. Ich weiß nicht, ob ich mich hier für die richtige Sache einsetze. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Gut. Sie kennen ja meinen Vorschlag. Aber du musst schon 10 plus. Was machen Sie denn da? Ich dokumentiere den Alltag. Halt still, Will! Sie! Ja. Sagen Sie mal, musste das wirklich sein? Ja. Okay, so, und wir jetzt? Matheaufgaben? Hab noch keine Lust. Gut, okay. Worauf hast du Lust? Pizza! Gut, dann gibt's jetzt Pizza. Bestellst du welche? Mhm. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Ein Kind braucht gute Ernährung und Regeln. Auch Linus. Ja, da täuschen Sie sich gewaltig. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Vertrauen Sie mir. Hm? Mein Taxi. Ja. Pro quo quid Elisha. Sie meinen quid pro quo. Ah. Mein Latein ist schon ein bisschen länger her. Ja, ich weiß. Was wollen Sie? Sie biegen mich ja gerade zurecht und Sie kriegen ja auch Ihren Willen. Aber ich will auch was von Ihnen. Und zwar die Antwort auf eine Frage. Sie können sich an gar nichts mehr erinnern, oder? Den Unfall meine ich. Und ist das gut für Sie? Wieso interessiert Sie das, Ken? Was ist denn das für ein Gefühl, das Vergessen? Im Radio lief Musik, das weiß ich noch. Und an den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern und das ist auch gut so.
Sie sind übrigens der Erste, der mich fragt, wie es mir mit all dem geht. Habe ich das? Ja. Das habe ich bis jetzt sogar selbst vermieden. Und ab jetzt kochen Sie, okay? Los, bitte. Standpunkt? Wie meinen Sie das? Ihre Kanzlei steht in Kontakt mit Elisabeth Muir. Landesdant aus Frankreich, Ihre Verfahrensgegnerin. Ja, ich weiß, wer sie ist, aber wieso? Wessen Interessen vertreten Sie? Es geht um das Wohl des Kindes. Plattitüden. Wenn ich mich hier so umsehe, geht es um Geld. Linus ist ein kleiner Junge, aber ein reicher Erbe. Geht es darum? Nein. Miss Charles... Mr. Hillinger hat sich entschieden. Für Sie. Wie kann bitte Leines Tante sich auch für Ihre Kanzlei entscheiden? Entschuldigen Sie mich. Ich war auf Ihrer Seite, wissen Sie. Auf der Seite von Mr. Hillinger. Auch wenn er und Leines keine ernsthafte Chance haben. Ein klarer Verwandtschaftsgrad, gesicherte Lebensverhältnisse auf der einen Seite, ein Musiker ohne regelmäßiges Einkommen und ohne festen Wohnsitz auf der anderen. Mir tut dem Jungen gut, ich weiß. Ja, richtig. Aber für die Mitglieder der Kommission steht die Entscheidung im Grunde. Ich hatte Hoffnung dank Ihnen. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe das Prozessvorkosten. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich so. Hallo? Deck auf. Wie kannst du mich nur so hintergehen? Denkt nach. Verliert dieser Hillinger, war alle Arbeit umsonst. Es geht hier nicht ums Geld. Doch! Hier geht es immer ums Geld. Du bist die Erste, die das unterschreiben würde. Das ist falsch. Dieses Mal ist es falsch. Ein Background-Check über diesen Kerl hätte dir eines sagen sollen. Der Typ hat keinen Cent. Familie Muir allerdings bezahlt unsere Dienste, und zwar so oder so. Warum tust du das? Weil du deine Arbeit nicht tust. Ich tue meine Arbeit. Aber hier geht es auch um mein Leben. Das hier ist dein Leben. Unsere Firma ist dein Leben, Alicia. Das hast du nur vergessen. Es ist doch nur ein Gedanke bisher. Eine Option. Ich verstehe das als Entscheidungshilfe von uns, als Unterstützung. Mehr nicht, okay? Es ist keine Option. Ich habe es dem Kind versprochen. Und ich schulde es ihm. Du schuldest niemandem etwas. Es war ein Unfall. Du erinnerst dich ja nicht mal. Deswegen ist es trotzdem passiert. Das Kind ist real alleine und die Eltern sind real tot. Gut. Aber dieser Mr. Hillinger ist ganz bestimmt nicht der Richtige für den Jungen. Das hast du selbst gesagt. Ja, da habe ich mich getäuscht. Er ist der einzig Richtige. Wach auf, Alicia. Entscheide dich. Setz dich für unser Geschäft ein oder... Oder gib den Platz frei. Ich habe lange genug auf dich gewartet. Gut. Alicia? Ja, ich habe es mir notiert. Aber er ist leider im Augenblick nicht da. Mr. Sommers? Ja. Bitte, ich... Ich habe genug gehört, Miss Charles. Ich kann nicht umhin. Es war laut. Wissen Sie, Paragraphen, diese ganze Trickserei, das interessiert mich nicht. Ich sehe nur ein Kind, das Hilfe braucht. Natürlich, ich kann Ihnen meinen Standpunkt erklären. Sie haben den Unfall verursacht, Sie müssen mir gar nichts mehr erklären. Es ist ein sehr krudes Motiv für Ihre Hilfe. Weiß Linus, wer Sie sind? Um Gottes Willen, nein. Bedenken Sie das. Ein krudes, aber herzliches Motiv, Miss Charles. Lassen Sie sich leiten. Wie bitte? Von dem wohligen Gefühl, das uns manchmal durchströmt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich rede von dem Gefühl, das uns durchströmt, wenn wir einmal das Richtige tun.
give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Nochmal, lauter! Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Ah, die Anwältin, sieh an. Warum sind Sie hier? Ich habe schlechte Nachrichten. Die Tante aus Frankreich reist an, sie rüstet auf, wir müssen sprechen. Waren wir uns nicht einig über die Auftritte von Linus? Doch, aber das ist ja nicht für hier, das ist für die Schule. Die Schule macht einen Ausflug. Und da wird auch gesungen und getanzt, aber ganz wichtig, tagsüber. Sie wollen den Jungen doch nicht auf die Bühne zwingen. Na, wieso das denn nicht? Ist seine Idee. Ich finde das total romantisch und mutig. Joanna. Ja, ich weiß, ihr Jungs wollt immer den großen Auftritt. Es kommt aber auf die Begegnung an. Kannst du tanzen, Linus? Frauen lieben es zu tanzen. Ich zeig's dir. Komm. Musik. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, a rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, a rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your lad rags on. Join me home. We have some fun. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. Musik im Radio. Es tut mir leid. Der Unfall. Und an was erinnerst du dich genau? Das Lied im Radio. Das Krachen beim Aufprall und diese unglaubliche Wucht. An meine Angst. Mehr nicht? Davor oder danach? Gar nichts? Dass du das alles vergessen hast, das schützt dich doch. Du musst nach vorne schauen. Diese Gefühle sind furchtbar, Lydia. Dann lass die Vergangenheit ruhen. Das alles ist ein Fehler. Jeder macht mal einen Fehler. Das sieht Richard genauso. Red mit ihm. Er ist in der Kanzlei. Er macht sich Sorgen um dich, das weiß ich, Alicia. Okay. Nehmen Sie doch Platz, Miss Van Bormer. Komm sofort, danke. Ah, ist das Ihr Boot? Ja, nein, also, ja, es ist unser Boot. Cool. Gut, dass Sie da sind. Ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen. Ach, wegen der Gitarre? Ah, war alt. Keine Sorge. War nur ein Klassiker. Kommen Sie. Wohin? Heute ist Geburtstag.
Ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Das war Leines Idee. Ach, das ist ihm wirklich wichtig. Kommen Sie, erwartet im Auto. Können wir da reden? Was machen wir hier? Meine Mama hat Geburtstag. Ich dachte, wir fahren zu einem Kindergeburtstag von Joanna oder sowas. Das will ich nicht. Sie wollten Rückzieher machen. Alles hinschmeißen, richtig? Was soll das sein? Ihre Art von Scheißtherapie? Lassen Sie mich in Ruhe. Alicia, Will, kommt. Das verzeih ich Ihnen nie. Ich mag Sie, Alicia, echt. Zugegeben nicht von Anfang an. Oh, bitte ersparen Sie mir das. Ach, ich soll Sie in Ruhe lassen. Ich glaube ja eher, dass Ihre Vergangenheit Sie nicht in Ruhe lassen wird. Sie ist nämlich Teil Ihres Lebens. Ob es Ihnen nun passt oder nicht. Sie haben wohl den ganz großen Durchblick, was? Nee, aber ich habe Erfahrung in solchen Dingen. Alicia. Ich habe den Grabstein ausgesucht. Mit Will zusammen, aber eigentlich ich. Schön. Ich meine, das hast du gut gemacht. Die Blumen halten nie lange. Das macht doch nichts. Man darf ruhig weinen. Man darf nur nicht vergessen, auch mal zu lachen, sagt man. Es ist kein Zufall, dass wir uns begegnet sind, Linus. Ich weiß, du bist berufen. Was sagst du? Es gibt gar keine Zufälle. Meine Mama und mein Papa sind im Himmel wegen eurem Unfall. Du weißt, wer ich bin? Du weißt Bescheid? Du bist noch da, weil du ja berufen bist, dass ich bei Will bleiben kann. Berufen. Glaubst du das? Du bist mir nicht böse. Du hast es ja auch nicht mit Absicht gemacht. Stimmt's? Nein. Nicht mit Absicht. Ich geh schon mal zum Wagen. Wann haben Sie es Linus gesagt? Ich habe es ihm erklärt, wie es ist. Wann? Von Anfang an. Wann sonst? Was? Haben Sie irgendwo ein drittes Auge? Ich meine, Sie spielen hier doch nicht nur den weisen Mann. Woher wissen Sie das alles? Ich finde, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ich war 12, als mein Vater gestorben ist. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil es war ein kalter Winter und ich war im Eis eingebrochen auf dem See hinter unserem Haus. Hat mich rausgezogen.
Mein Vater hat mir das Leben gerettet und er ist selber nicht rausgekommen. Es tut mir leid. Das war ja meine Schuld. Ich durfte ja nicht auf dem Eis spielen. Und meine Mutter hat mir ständig Vorwürfe gemacht, jeden Tag. Ich hatte Schuld, ich musste dafür büßen, wann immer sie irgendwas wollte, wann irgendwann etwas nicht so lief, wie es sollte. Die Schuld wiegt schwerer als die Erinnerung an diesen Tag. Das habe ich mittlerweile gelernt. Aber jemand sollte einem diese Last nehmen. Das kann niemand. Sie wollen es nicht verstehen, oder? Der kleine Mann hat es doch gerade getan. Jetzt kommt es nur darauf an, was Sie daraus machen. Elisha, fahren wir mal mit deinem Boot? Oh ja, Boot fahren. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, Linus. Aber wozu hast du das Boot dann? Ja, gute Frage eigentlich. Ich dachte immer, dass ich... Globales Verschiebegesetz. Wie bitte? Naja, wer Abenteuer fahrlässig verschiebt und oder Ausreden zulässt, der wird nicht unter zwei Kugeln Eis bestraft. Kommen Sie. Ja, ich nehme Erdbeer und Schokolade. Elisabeth Muir? Ja. Aha. Ja, sie verlangt, dass du das Mandat Hellinger niederlegst. Ich denke gar nicht daran, das Mandat abzugeben. Aha. Das weißt du doch. Und jetzt? Und jetzt? Elisha ist nicht mehr an Bord. Was denn wohl sonst? Ich dachte wirklich, wir hätten diese ganze Sache nach der Klinik abgeschlossen. Ich dachte, wir vergessen diesen Unfall endlich und schauen nach vorn. Verfluchter Mist. Alicia braucht Zeit. Zeit? Wofür denn bitte? Scheiß Kalenderspruch. Das Leben geht weiter. Glaubst du wirklich, nur sie hat sich verändert? Alicia spürt das doch. Lass dir was einfallen. Bist du ja. Willst du mit mir Frieden schließen? Hinterher. Und vorher? Ich habe heute zwar nur einen Schnellkurs gemacht, aber ich denke, ich krieg das hin. Ach, eine Massage. Es tut mir leid, Elisha. Ich habe den Unfall und all das verdrängen, vergessen wollen. Und so wie du es vergessen hast. Vor allem Schulter und Nacken, richtig.
mit uns. Wir lachen nicht mehr, wir segeln nicht mehr, wir überwinden die Welt nicht mehr. Tja, uns ist wohl aufgefallen, dass Weltreisen teuer sind. Das Geld müssen wir erstmal verdienen. Ja, aber es muss Leben übrig bleiben. Versprich mir das. Meine Güte, wie kann das alles sein? Ich habe zwei Menschen auf dem Gewissen und ein Kind zum Waisen gemacht. Denk doch mal einen Moment nicht daran. Alicia, na? Wo ist Linus? Sie werden es nicht glauben. Der ist in der Schule, danach hat er Mathe-Nachhilfe. Alles so, wie Sie es wollen. Ich habe was für Sie. Ein Geschenk? Für mich? Mhm. Nee, vergessen Sie es. Wenn Frauen was schenken, kommt anschließend sofort eine Forderung. Ja, das stimmt. Na, ganz schön groß. Großes Geschenk, große Forderung. Soll ich aufmachen? Ja. Oh, wow. Eine neue Gitarre. Oh, super, danke. Ganz schön tief in die Tasche gegriffen, oder? Keine Sorge, die ist alt, nur ein Klassiker. Ich muss dann. Sagen Sie, haben Sie nicht Lust, vielleicht zwischendurch eine Probefahrt zu machen? Nein, danke. Es macht Spaß. Wie kann man den Spaß ablehnen? Los, Schuhe aus. Was? Ja, das ist doch nur Gras. Vergessen Sie mal Ihre Wolkenkratzerabsätze. Kommen Sie, ich nehme Ihnen mal die Tasche ab hier. So. Ich weiß nicht, ist das eine gute Idee? Das ist eine sehr gute Idee. So, Mantel aus. Also, kommen Sie hier. Einsteigen. Aber wo mach ich denn da die Beine hin? Da vorne. Gucken Sie mal. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das jetzt mache. So. Okay, wo ist die Bremse? Die Bremse. Es gibt keine Bremse. Was? Will! Das Ding an. Will! Alles in Ordnung? Das war ein Riesenspaß. Oder? Super. Sie geben sich wirklich große Mühe für Linus. So lautet Ihr Befehl. Nein, das meine ich nicht. Sie haben Ihr ganzes Leben geändert. Nee, das Leben ist dasselbe. Es hat sich einfach nur anders entwickelt. Sie sind auf einmal sesshaft. Wie können Sie das? Ich habe mir ein Beispiel an Linus genommen. Der Junge weiß doch gar nicht, was im Leben auf ihn zukommt. Er ist offen für alles und nimmt alles hin. Sie meinen auch den Tod seiner Eltern? Er trauert, aber er hat es als Teil seines Lebens akzeptiert. Da haben uns Kinder einiges voraus. Die Gitarre. Würden Sie was für mich spielen? Ja, klar. Was denn? Ich will mich erinnern. And I'd never dream that I'd lose somebody like you. No one.